Hey ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy V! Hä? Würdet ihr euch jetzt vielleicht denken, was macht denn der Fallmesschreisen auf Graf Lord Bandula jetzt da gerade? Der ist doch durch! Er hat uns alles gezeigt, was er da so zeigen konnte und was er noch hingekriegt hat! Ja, ich habe gedacht, ich streue am Gegenende noch eine kleine Bonus-Episode ein. Warum, werdet ihr euch vielleicht fragen? Nun ja, es gab so ganz liebe Leute. Moment, mir fällt gerade eigentlich nur einer ein, der aber ganz lieb nachgefragt hat. Hey, Fallmesschner 13. Oder auch genannt Graf Bandula, Lord Bandula. Ach, egal. Ist eh Bullshit. Ich würde mal gerne sehen, dass du den Mimik einsetzt. Könntest du mal bitte den Mimik einsetzen? Setz mal den Mimik ein! Setz den Mimik ein, verdammt nochmal! Ja, und da habe ich gedacht, ja, wenn du so lieb gebeten wirst, ne, dann zeigst du mal den Mimik. Und da habe ich mir was vorbereitet. Ja. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, diesen Safe State zu hacken. Ja, bin nicht blöd und investiere hier nur Stunden, um hier mein Level in die Höhe zu treiben und jetzt am Beispiel von Bartz mal kurz zu demonstrieren, alle Berufe aller Charaktere zu meistern. Ja, wenn alle Berufe gemeistert sind, inklusive dem Mimik, dann bekommt auch der hier 3 Sternchen über dem Kopf. Was ist jetzt los? Leck? Verdammt! Blödes Leck! So, weg! Oder auch nicht. Was ist los, verdammt nochmal? Ihr habt doch nichts im Hintergrund laufen sonst. So. Jetzt besser? Hoffentlich. So. Aber ja, wie man sehen kann, ich habe jetzt 2 Freelancer, das sind so meine Nahkämpfer, und hier 2 Mimics. Mimics haben jeweils 3 Slots, die man bestücken kann, und wir, Lena habe ich X-Magic, White Magic und Dimensional Magic gegeben. Und der hier habe ich auch X-Magic, Summon Magic und auch Dimensional Magic gegeben. Zumindest in diesem Teil hier. Ja, und ich werde kurz demonstrieren, dass man selbst mit diesem überpowerten Zustand gegen den hier noch verlieren kann. Ich werde jetzt keine sonderliche gute Strategie benutzen, sondern mich einfach Delta ticken lassen. Naja, was ich auch vergessen hatte oder was ich jetzt gesehen habe, obwohl eigentlich bei gemasterten Berufen die, wie soll ich sagen, Freelancer und die Mimics sämtliche Abilities kriegen, haben sie Mimics doch nicht die Ability. Die Sachen vom Dance auszurüsten. Also keine Red Shoes, keine. Wie nennt sich das? Auf der Schleife. Ja, genau, keine Schleifen. Nein, ich combine. Ich benutze einfach nur mal ein Soft. Wo ist es denn? Da ist Soft. So, und deswegen. Na gut, Blindheit stört mich jetzt. Gar nicht. So, probieren wir mal. Treffen wir? Nein, natürlich nicht. Na, ab und zu trifft man mal, aber. Was? Warum kann ich Blue? Aua. Ja, dieses Ding hier, was wir gerade gesehen haben, der Surge Beam, macht immer genau die Hälfte der maximalen Lebenspunkte an Schaden. Das heißt 2-mal und man ist tot. Ja, ist vor allem auch so, hier, versuch mal zu treffen. Oh nein, ich werde... Ach so, nein, der wird gar nicht versteinert. Die wird gar nicht... Boah, wie viel... Was du... Hast du noch... Was? Nochmal... Hallo? Magic Barrier. Was soll das? Was soll das für Mist? So, ich mach kurz hier, um mal voll machen zu können hier. Was? Tot? Hä? Nein, mach ich doch nicht. Hier, Life 2. Ja, blopp. Was hab. Was? Ich dachte, ich hätte X-Magic benutzt. So ein Dreck, Mann. So, Ach, egal. So. Versuch mal. Ich versuche jetzt schon die ganze Zeit was zu demonstrieren, was nicht klappt, wenn mir alles wegstirbt. So ein Dreck. Ach, greif an. Oh. Ach ja, du hast ja... egal. Was kann Run? Ach ja, Chicken Knife. Oh ja, ist ein bisschen blöd jetzt. So, nächster Versuch. Nein, jetzt aber. X-Magic. So, komm. So, erstmal hier Life 2. Und dann brauche ich einmal eine Wall auf dich hier. Ja, weil die einzige herkömmliche Methode... Er ist nur schwach gegen... also Omega ist nur schwach... Oh Gott. Ist lediglich schwach gegen... Wie heißt das noch gleich? Elektro? Und benutzt allerdings automatisch, standardmäßig, einen Reflexzustand. Und deswegen, so, jetzt muss ich mal gerade gucken, was hat die denn für Probleme? Ist die im Schweigezustand? Aber ich habe nichts, um Schweigezustände aufzuheben. So ein Dreck, verdammter, so ein Dreck. So, hier, einfach mal angreifen. Hättest du nicht die andere umbringen können, Mensch? Jedenfalls, alles blöd, alles tot, alles machen hier kaputt. So,
Okay, wenn es jetzt nicht demonstrieren. Ich dachte jetzt eigentlich nur, ich werde hier einfach mal, wie nennt sich das noch gleich? Halt mit dem eigenen Reflexzustand auf der eigenen Truppe oder auf einem Charakter halt den Blitz zurückschleudern. So, jetzt reicht's. Jetzt mache ich hier kurz einen Prozess mit dir. Komm, X-Fight, ja. In einer Runde mit zwei guten Waffen in der Hand und Donnerruf, X-Fight und weg ist er. So, was man auch machen kann, ist mit einer Mixtur von Revivify und einem Maiden's Kiss ihn in den Rage-Zustand, in den Berserker-Zustand zu versetzen. Dann macht er gar nichts mehr, dann macht er keine Konterattacken mehr, er greift nur noch stupide an, macht... ist eigentlich ziemlich harmlos. So, das war's hier mal. So, nächstes Mal, beim nächsten Mal, hier bei Gigamash. Bis dahin wünscht euch Feind. Nein, das ist hier. Nein. Den sagen wir noch schon heute. Hallo. Hallo, Gigamash. Wie geht's dir? Was hältst du davon? Oh, ein anderes Monster. Das hatten wir schon mal. So, ich will hier. So, was sagst du davon, wenn wir dieses Mal im volltrainierten Zustand ein volles Pfund aufs Maul geben? Hä? Hä? Gefällt dir das? Gefällt dir das? War es nicht nochmal, uns als Monster zu beschimpfen? Da gibt's richtig an. Oh, ich hab ihn gekillt. Ich habe ihn tatsächlich gekillt. Kein Abschiedswort. Kein Hey, Kumpel, wie geht's? Er haut einfach ab wie eine beleidigte Leberwurst. Sehen wir ihn jemals wieder? Ich weiß es nicht. So, das passiert, wenn man ihm mal ordentlich in die Nüsse tritt. So. Das passiert, wenn man Shinryu in einem guten Zustand hier gegenübertritt. So, ich versuche jetzt einfach nur mit Standardangriffen ihn zu besiegen. Oh, aber dazu muss ich erstmal diese Tidal Wave über mich hier gehen lassen. So, Magic Sword. Ja, das benutze ich schon. Flare. Um meine Waffen zu stärken. Und jetzt Blue, um unsere Verteidigung zu stärken. Eine Big Gardo. Ja, komm. Rums. Nein, nicht mal Strom. So, X-Magic. Um uns wieder zu verbessern. Ja, mach hier mal. Brauche ich Quick? Ja, ich brauche Quick. Ich muss nämlich hier viele schöne Zustände hervorrufen. So, bla. So, X-Magic. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen. Muss man Heilung pumpen. Ja, pumpe mal. Du guter Lenner. So, wir brauchen noch mehr Heilung. Also kriegen wir mehr Heilung. Ja. Ich kann halt auch Quick. Quick gibt mir zwei zusätzliche Befehlsaufrufe. Ja, und dann kann ich halt zweimal X-Magic ausrufen. Wodurch ich über X-Magic wiederum zwei magische Sprüche aufrufen kann. Ist das nicht geil? Ist das nicht scheiße, wenn er mich hier mit seinem Atomarstrahl angreift? So, jetzt gucken wir doch mal. Was macht denn unser schönes... Was? Ich kann von diesem Kampf weglaufen! Scheißdreck! So, jetzt muss ich eben mal was ändern. Das tut mir jetzt gerade furchtbar leid. Das wusste ich selber nicht, dass man da weglaufen kann. So, ich muss hier einen Couch... Wo ist es denn, Equip? Hier, anders. Chicken Knife. Excalibur? Nein. Holy? Nein. Ja, alles scheiße, was? Hardened? Defender? Mehr Agility ist gut. So, probieren wir es mal so auf diese Weise. So, mach mal schnell Durchlauf hier. Zack, zack, zack. Ups. Nein. Verdammt, ich wollte kein X-Fight einsetzen. So, nächstes Mal versuchen wir das nochmal richtig. So, Hardend hier. Ja, Hardend, gehärtet. Aha, ja, natürlich, wenn Männer etwas gehärtet in die Schlacht ziehen, dann kommen sie immer erfolgreich raus. Ist ja klar. Und immer befriedigt, natürlich. Wow. So. Nochmal Flare Sword. Da. Ein bisschen. Nein, nicht sammeln. Wehe, hier nicht töten. So, Big Guard. So, hier mach mal. X-Magic. Jetzt nochmal das gleiche. Na, da ist es doch. Quick. Haste. So, rums. X-Magic. Hier nochmal heilen. Ne? Da. Was hab ich jetzt gemacht? Q3. Ist auch nur auf einen. So ein Dreck. Aber ich kann ja nochmal hier. So, zack. So ein bisschen. Oh. Einfach zu viel reinpumpen, egal, Hauptsache überleben. So, greif an. Nicht hier wieder spucken, hier mit dem Strahl auf mich. Bist du doch ganz knusprig im Kopf. So, zack. Ja, oh, Energie sammeln. Super Saiyajin. Shoryuken. Oh, es lebt noch. Mimik. Oder auch nicht? Ja. Ist egal, so. Was ist das jetzt? Was mache ich da mit dem? Ich will ihm hier nichts Gutes tun, wa? Nee. So, Meteor. Mal sehen, wie gut ist Meteor. Meteor ist scheiße. Hier, zweimal null Schaden hier. Ich glaube dir nicht. Na komm, lass mich schon mal ran hier. Ich will den hier mal richtig auf den Nuss hauen. Ach, du kannst mir nichts mehr. Kannst du mal treffen, Ferris hier, du kleine Schrumpelkartoffel. Boah, das war ein Schaden. Trotz hier
viel Rüstung und Level 99 und, ihr wisst schon, no. Aber hier, souverän, Korbombs gehauen, so. Blablabla, Ragnarok erhalten. Welche anderen Gefahren werde ich mich hier noch in meinem überpowerten Zustand aussetzen können, erfahrt es in der nächsten und letzten Folge, wenn es zum letzten Mal heißt, Let's Play Final Fantasy 5, Final Message 13, wünscht euch noch einen schönen Abend.